ist ganz einfach. Man kann zwar nicht fallen, aber man ist vor allem angriffsgeschützt. Außer vor Granaten und so. Aber das ist geil. Die nutzen sich, glaube ich, auch nicht ab oder so. Also ich kann mich jetzt mitten ins Enemy-Feuer reinstellen. Ihr seht, mehr als das wird's nicht passieren. Mehr als das wird nicht passieren. Man kann sogar auch Feinde mit dem Schild hauen, also ist nicht ganz nützlich als Waffe. Aber man muss halt auch zu den Gegnern zeigen, sonst funktioniert das nicht. Den hätte ich mal... Oh, den hätte ich mal besser gebraucht, eben als wir noch drinnen waren. Da durfte ich nämlich eh nicht feuern. Ja, so sieht das aus. Ich konzentriere, ich lasse sie jetzt vorher auf mich konzentrieren. Am besten ist du. Dann ist auf jeden Fall klar, dass dein Schild alles bedeckt. Sonst kann es sein, dass die Füße noch noch frei sind. Weg gespeichert. Ich mag Granaten nicht, hört auf Granaten zu mir. Verrücken! Den Terminator. Diamond. 30 Sekunden plus. Stalker. Und sie können nichts dagegen tun. Außer Granatwerfer benutzen, aber ich glaube, die hat gar keiner. Okay, nehmen wir wieder normal. Keine Musik. Ein Mädchen war abschießen. Was? What the heck? Okay, das ist mir auch noch nicht passiert. 30 Sekunden, los! Ja, los, so geil. Hier lang, los! Ja, so geil. Jetzt sag das nochmal. Pass auf. Nein? Doch, klar. Nee. Scheiße. Korridor gesichert. Ich hab gelogen. Kacke. Okay, dann schießen wir nicht auf den Kram. Feuer einstellen! Ach, jetzt sagst du. Okay. Das war keine Botschaft. Oh! What the heck? Das ist eine Botschaft. Der Amerikaner dachte, er könnte uns täuschen. Wenn sie die Leiche finden, wird Russland Krieg verlangen. What the heck? Wenn man jetzt nicht zum Krankenwagen gegangen, hätte er einen auch getötet. Nur dann wäre halt nicht die geile Animation da gekommen, dass er einen auch noch raufgehoben hätte. Dann hätte er einfach die Pistole genommen und hätte einen erschossen. Von der Entfernung aus. Die Russen werden das nicht unbeantwortet lassen. Das wird unschön. Auch wenn man sich hinter Wand erstellt. Allerdings. Aber in den Augen der Welt sind sie die Opfer. Niemanden wird es stören, wenn die Russen auf Amerikaner einschlagen. Makarov war einen Zug voraus. Jetzt hat er tausende von Leichen zu Füßen eines Amerikaners hinterlassen. Nur wir wissen, dass es Makarov war. Unsere Glaubwürdigkeit ist mit allen gestorben. Wir brauchen Beweise. Folgen Sie der Kugel. Jetzt denken die nämlich, Amerikaner wären das gewesen. Nie von ihm gehört, Sir. Sie kennen ihn als Alex der Rote. Er hat alles vorbereitet. Eine Kugel löst den Zorn einer ganzen Nation aus. Was bedeutet... Er ist unser Ticket zu Makarov. Ja, also wie gesagt, man hätte bei dem Krankenwagen wieder ganz nach vorne laufen können, also so weit wie es ging, und hätte einen trotzdem durch die Wand getötet. Wie hebe ich doll an? Sie halten schon wieder an. Sekunde. Positive ID. Diese Kerle scheinen nicht froh zu sein, die zu sehen. What the heck? Ghost, wir haben hier ein Problem. Wow! Hätte ich jetzt nicht Ziel gedrückt, wäre man jetzt tot. Das ist in der Hinsicht das Game geil. Und ja, so eine geile Frisur hat McTavish. Verstanden, bin auf dem Weg. Das ist der geilste Typ in diesem verfickten Spiel. Da es hier noch keine Gegner gibt, können wir einfach laufen. Das ist Ghost. Er war nicht der Fahrer von unserem Wagen und ist nicht getötet worden. Falls man das denkt. Falls ihr das denkt. So. Hätte ich jetzt nicht geschossen auf sein Bein. Wer? Ja, hätte ich jetzt nicht auf sein Bein geschossen, wäre mich um viel geschlagen. So,
Zivilisten im Elitzviertel. Platzierte Schüsse setzen und vorsichtig vorgehen. Ja, hier ist wieder das alte Prinzip. Zivilisten töten, gleich Mission fehlgeschlagen. Schaffen Sie die Zivilisten raus. Roger. Wie das geht? Ganz einfach. Ein paar spanische Worte wechseln und dann einfach in die Luft schießen. Funktioniert immer. Stirb. Wow, nein! Ich kann was sehen. Ich kann was sehen. Denk nicht, ich könnte nichts sehen. Verstanden. Weiter suchen und Bescheid geben, wenn Sie das tut weh in den Ohren. Aber nur in Roaches Ohren, in meinen nicht. Ich hab Überohren. Achso, ja, was mir gerade auf Über einfällt. Ich mach gerade über super mega viele Projekte gleichzeitig. Yay, und es macht mir Spaß. 4 Projekte, wenn ich nicht gezählt habe. Yay, Pete. Oblivion. Boulder, nee. Wie ist der? Ich vergesse den Namen immer. Lance, irgendwas mit Lance. Und irgendwas mit B. Boulder, Lance, Bound, Lance, nee. Hä? Ich vergesse das immer. Ihr wisst es, kommt, sag's mir. No, fuck! Mann, macht's doch nicht so spannend. Spannend ist zwar toll, aber es hätte auch mich ins Auge gehen können. Reed, essen! Komm, ich esse dich, du essen. Gut, Er war live. Was ist für ein Ding an unserer Hand? Ja, das bringt uns null. Damit können wir nichts machen. Das ist nutzlos. Useless. Also ich hätte Bock, das Game jetzt in einem Dodge zu spielen, weil ich aber nicht schaffen werde, weil ich wahrscheinlich wieder an einer Stelle abkacken werde. Aber man kann den Schwierigkeitsgrad runterschrauben. Guck mal. Schwierigkeitsgrad oder Schwierigkeit verringern. Das geht, dann ist der Schwierigkeitsgrad eine Stufe automatisch runter, ohne Laden oder so. Das Problem ist nur, man kann nicht wieder aufmachen. Was so ziemlich das Dümmste ist, was hier Entwickler hätten machen können. Was bringt es, den Schwierigkeitsgrad für eine Stelle kurz runter zu machen und ihn dann nicht mehr aufmachen zu können? Also ich meine, wenn man Schwierigkeitsgrad runter machen kann, dann kann man bestimmt auch wieder raufmachen. Also ist nicht, dass das jetzt nicht wirklich wäre, irgendwie programmierig. Seltsames Wort. Gehen wir mal hier lang, vielleicht hier ein bisschen ruhiger. Das sind Zivilisten, nicht feuern. Ja, man kann die Leute hier, die Feinde schlecht von Zivilisten unterscheiden. Das ist kacke. Und wir wurden verletzt, Deckung. Royce, hört sich so an wie Royal, Funk Royal. Moin, Funk Royal! Tja, schlechte Nachricht. Funk Royal ist gleich tot. Ja gut, jetzt habe ich was gespoilert, aber das musste einfach jetzt sein. Das passte gerade so gut, sorry. Das hätte auch ins Auge gehen können. Ja, Messen ist bei diesem Spiel nicht unbedingt das Klügste. Und stirbt wahrscheinlich vorher. Ich sterbe auf jeden Fall immer vorher. Okay, nehmen wir die FAL, weil es so eine geile Waffe ist. Einfach feuern. Das zum Spaß. Wow. What do you want from me? Meat, oder? Ja, Meat. Seine Hand ist Meat, aber der Rest ist ein Terrorist. Du entsetzt Idee, bringt was? Nö. Guckt euch mal den Rückstoß an. Also zielen ist hiermit glatt unmöglich. Und Feinde treffen somit auch. Gut, schon logisch. Wenn zielen unmöglich ist, ist auch Feinde treffen. Mann. Die Feinde in dieser Mission sind aber auch sauschwer zu treffen. Jesus. Können wir aufhören. What? Ich hab gesagt, ihr sollt es nicht so spannend machen. Hat das jemand falsch verstanden? Ich hab gesagt, nicht spannend machen. Verstehst du das nicht? Hier. Was? Da ist doch Royce. Das gibt's nicht. Was macht ein Royce da? Lass mich mal rein. Was? Meat ist tot. Meat ist dead. Weiß jemand, woher das kommt? Meat ist dead.
Wenn ja, bitte in den Comment schreiben.